verletzt ist, muss zurückschlagen. Blut sehen. Hey! Kann ich nicht mal eine Sekunde in Ruhe trauern? Regala wird meinen Stamm auslöschen, um Hekaru zu stürzen. Die Zenith haben Beta und Gaia! Wir können uns nicht einfach in Trauer ertränken. Kotalo hat recht. Wir müssen kämpfen. Okay, was haben wir vor, hä? Treten wir gegen alle Rebellen an? Von den Zeniths ganz zu schweigen. Was können wir schon ausrichten? Sollen wir gegen ihre Mauern rennen? So in etwa. So. Nachdem der Kontakt abbrach, haben wir uns nach Gemini aufgemacht. Was ist passiert? Die Aufzeichnung auf Vals Fokus brach ab, als der Zenith Eric... Die Zeniths haben Hephaestus verfolgt. Als Gaia ihn in Gemini einfing, wussten sie, dass wir da waren. Nachdem Val sie aufhalten wollte, haben sie Beta und Gaia entführt. Ich habe nur überlebt, weil ein Zenith sich gegen die anderen gestellt hat, um mich zu retten. Ein Zenith? Nun, immerhin haben wir dich nicht auch verloren. Was sollen wir nun tun? Wir werden die Zeniths besiegen und Beta und Gaia zurückerobern. Aber erst müssen wir Regala aufhalten. Wie? In Gemini machte Beta mir ein Geschenk. Ich muss es erst ans Laufen kriegen, aber es könnte das Blutvergießen beenden. Gerüchten zufolge bereitet Regala ihre Armee auf einen Großangriff auf den Hain vor. Ich muss dorthin. Ich weiß. Los. Steh Hekaru bei. Und behalte den Himmel im Auge. Folge den Wegen der Zehn. Und die anderen? Was auch immer ihr braucht, bereitet euch vor. Verbesserungen, Vorräte. Legt los. Bald werden wir gegen die Zeniths kämpfen. Wir sind bereit, Aloy. Wenn du bereit bist, triff mich am Ostausgang. Ich möchte unter vier Augen mit dir reden. Selbst in der größten Dunkelheit bist du die Flamme, die den Weg vor uns erleuchtet. Sag mir nur eines. Werde ich ein paar Zeniths-Schädel spalten dürfen? Das dürfen wir alle. Gut. Zuallererst sollte ich mal nach Zoe sehen. Es klang wichtig. Wahrscheinlich von der Kullrut. Mit dem Steinbrecher und dem Schlängelzahn hat Regala die Arena echt auseinandergenommen. Aber ich glaube, dass sie nicht aufhören wird, bis Hekaru tot ist. Eine der Schriftrollen des Gelehrten Wuadis. Es war schwierig, ihn nach Fahrlicht zu bringen. Trotzdem, er hatte es nicht verdient, Regalas Reitern in die Hände zu fallen.
Hier, Aloy. Wir kamen hierher, um uns um den Garten zu kümmern. Manchmal brauchte ich frische Luft. Manchmal haben wir uns den Sonnenaufgang angesehen. Als wir von Gemini zurückkamen, schien es passend, dass er hier beerdigt wird. Jetzt hat er immer eine gute Aussicht über Rheinklang und über den Osten, das heilige Land der Nora. Das hätte ihm gefallen. Er sprach oft von seiner Schwester, Vala. Und davon, dass sie ihre gelben Lieblingsblumen an ihren Speer gebunden hat. Ihre Mutter fand das nutzlos, aber Vala war stur. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Es war nicht leicht. Aber ich habe die Blumen gefunden. Ihre Samen gesammelt. Mit dem Land und so ist es auch mit uns. Ich erwarte ein Kind, Aloy. Ich wollte es ihm sagen, wenn er von Gemini zurückkehrt. Jetzt werde ich unser Kind eines Tages herbringen. Wir werden zwischen den Blüten sitzen. Und den Sonnenaufgang anschauen. Ich konnte ihm nie... nie danken. Er hat mir das Leben gerettet, aber er hat... mich auch nie aufgegeben. Er wusste es immer. Leb wohl, Val. Ich verspreche, ich passe auf sie auf. Ich komme wieder, wenn ich kann. Aber jetzt? Ich muss zum Fabrikationsterminal, um die Überbrückung auf meinem Speer zu installieren. Dann werde ich sie gegen einen Sonnenflügel einsetzen und Regala ein einmaliges Willkommen bereiten.
könnten ein bisschen trainieren, wenn du Zeit hast. Oh, klar, ja, natürlich. Vielleicht wird das... Wenn es dir hilft, wild auf mich einzuschlagen, bin ich sofort dabei.
Sieht aus wie einer der Utaro-Landgötter. Der, den wir in der Heiligen Höhle töteten. Ich werde es wohl nie ganz begreifen. Aber zu sehen, dass ein Symbol des Lebens und des Wohlstands zu einer Waffe wurde, das war sicher nicht einfach für Zoe. Maschinenstreit gespielt. Oh, mir reicht schon, dass Kotalo mich ständig fertig macht. Wer sagt, dass ich gut darin bin? Bei meinem Glück bist du bestimmt ein Profi. Sehr fleißig. Die Studien sind eine gute Ablenkung. Vor allem nach Brutstätte Gemini. Val, Beta, Gaia. Alle fort. Und das ist erst der Anfang. Die Zenith möchten uns auch unsere Zukunft rauben. Das werden wir nicht zulassen. Tilda, die Zenith, die Beta erwähnt hat, sie hat mich gerettet. Hat sie gesagt, warum? Sie kannte Elisabeth Sobek. Sie glaubt wohl, sie in gewisser Weise zu ehren, wenn sie mir hilft. Sie war bereit, mir mehr über Silens Pläne und die anderen Zeniths zu verraten. Aber du traust ihr immer noch nicht. Wo ich herkomme, gilt, je wertvoller das Wissen, das ich teile, desto höher der erzielte Preis. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, Aloy. Also sind all die Stämme hier neu für dich? Ja, ich habe sie studiert. Der bisher faszinierendste Stamm waren die Tenakt. Eine ganze Kultur auf Grundlage der Hologramme eines alten Museums. Sie haben vieles falsch ausgelegt, ähnlich wie die Quen. Trotzdem hat das, was aus ihnen geworden ist, was Edles. Sie sind ehrenhaft und furchtlos. Und tödlich. Wie geht es dir? Vals Verlust macht alle sehr nachdenklich. Ich kannte ihn nicht gut, aber ich sehe, wie viel er den anderen bedeutet hat. Zoe und Erend scheint es am schwersten getroffen zu haben. Aber ich weiß nicht recht, was ich ihnen sagen soll. Sie brauchen Zeit zum Verarbeiten. Und was ist mit dir? Wird die Zeit deine Wunden heilen? Ich weiß nicht. Ich versuche nicht dran zu denken. Alle scheinen bereit zu sein, den Feind anzugreifen. Kotalo mehr als die meisten. Wäre ich diese Regala, wollte ich ihm auf dem Schlachtfeld nicht begegnen. Regala hat noch viele Maschinen auf ihrer Seite. Und da kommst du ins Spiel, schätze ich. Wenn mein Plan aufgeht. Ich muss jetzt gehen. Warte auf mein Signal, okay? Ich lass dich nicht hängen. Ich weiß. Das habe ich schon gemacht. Ja, natürlich. Danke. Schon gut.
Die ganze Zeit dachte ich darüber nach, wie Elisabeth wohl war. Was sie tun würde. Es war falsch, Beta an diesem Standard zu messen. Ich sollte das vermutlich nicht mal mit mir selbst tun. Ich werde mich bessern. Erscheint es unmöglich. Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Das werde ich, Rust. Jetzt und immer. Also, Silens Plan war, Regala dazu zu bringen, ihren Stamm in einem hoffnungslosen Kampf gegen die Zeniths zu opfern. Das ist so herzlos. Hikaru, Kotalo, Decker, zahllose andere. Ich lasse nicht zu, dass man ihr Leben wegwirft. Ein Fokus. Bald. Ich dachte, kein Nora würde jemals einen annehmen. Aber Wahl schon. Selbst als er überwältigt wurde, ließ er sich nicht von mir wegstoßen. Ich ließ Wahl bei Gemini im Stich. Ich hätte mehr versuchen müssen. Mehr tun. Ich würde alles geben, um ihn zurückzuholen. Ich habe die Pflanzen für dich gegossen. Ich weiß ja, dass sie dir wichtig sind und ich... Also... Danke, Erend. Ohne Gaia fühlt es sich hier so leer an.
Ich dachte, du würdest gegen ein paar Tenak kämpfen. Ich wollte vorher bei dir vorbeischauen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich mache, wie alle anderen, auch nur Schadensbegrenzung. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Das weiß ich doch. Oh, gut. Gut, dass du da bist. Finde ich auch. Ich weiß, du hast Warten, aber du musst noch etwas länger hier bleiben. Tu, was du tun musst, aber geht es dir gut? Wir haben nicht nur Wahl verloren. Peter ist fort. Es war schrecklich zu erfahren, dass meine Schwester im Sonnenreich von Derwal getötet wurde. Ich hol sie zurück. Das allein zählt. Verstanden. Glaubst du, so geht es gut? Niemandem geht es nach dem Verlust eines geliebten Menschen gut. Sie geht besser damit um, als ich es je konnte. Das hält uns andere bei Verstand. Ich muss jetzt weiter. Wir sollten uns beeilen, bevor Kotalo Regalas ganze Armee alleine besiegen will. Und tu mir einen Gefallen. Verschwinde nicht einfach wieder, okay? Ich gebe mir Mühe. Kommt ihr hier klar, während ich Hikaru helfe? Regalas Krieg zu beenden. Hilft das, die Sinis zu besiegen? Ja. Dann wird der Rest von uns bei deiner Rückkehr bereit sein. Okay. Ich weiß, wir wollen beide die Sinis für ihre Taten bezahlen lassen. Aber wenn wir in ihrer Basis sind, ist unsere Priorität, Gaia und Beta rauszuholen. Keine Sorge. Ich bin nicht auf Rache aus wie ein blutrünstiger Tenakt. Wo immer dein Pfeil trifft, wird meiner folgen. Hoffentlich treffen wir unsere Ziele. Wir treffen bald auf Phantomdrohnen. Erend und Kotalo haben schon gegen sie gekämpft. Ich habe sie schon gebeten, mit uns zu trainieren. Erend bewegt sich wie ein Ochse, aber mit dem Hammer ist er gut. Wie geht es, Erend? Er hat kurz gedacht, er hätte dich und Val verloren. Aber er ist nie daran verzweifelt. Manchmal scheint der Osaram-Dickschädel auch praktisch zu sein. Ich muss jetzt weiter. Was immer du gegen Regala planst, kehr bitte in einem Stück zu uns zurück. Ich versuch's. Schon wieder da? Tilda hat mich gerettet. Sie sprach auch mit Beta, als niemand anders es tat. Hat sie auch gesagt, warum? Sie kannte Elisabeth Zobek. Sie glaubt wohl, sie in gewisser Weise zu ehren, wenn sie mir hilft. Sie war bereit, mir mehr über Silens Pläne und die anderen Sinits zu verraten. Aber du traust ihr immer noch nicht. Wo ich herkomme, gilt, je wertvoller das Wissen, das ich teile, desto höher der erzielte Preis. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, Aloy. Ich muss jetzt gehen. Pass auf dich auf, Aloy.
Ich muss einen Sonnenflügel überbrücken. Am besten den Berg hinauf. Dämpft den Fall. Halte da draußen die Augen offen, Soldatin. Mit einem anderen Outfit.
Da oben sind Sonnenflügel. Ich muss mich ihnen leise nähern. Ich sollte meine Plasma-Munition sparen und was anderes benutzen. Jawohl! Schwindelig. Tilda? Ich bin in der Luft. Dann solltest du eine Energiezelle aus einem der alten Horus-Titanen holen. Aber erst musst du die mit einem Impuls aktivieren. Ich habe dir eine Software geschickt. Um sie zu nutzen, musst du eine der Kommunikationsmaschinen, die du Langhals nennst, überbrücken. Mitten in der Wüste gibt es eine, die du nehmen kannst. Mach ich. Pfeilhand. Von hier oben kann ich das ganze Dorf sehen. Vielleicht sollte ich mir das ansehen, nachdem ich mit Regala fertig bin.
Da ist der Langhals. Ich muss auf seinem Kopf landen. Wie lande ich mit diesem Ding? Geschafft. Ich muss es nur überbrücken. Okay, Tilda, ich habe den Langhals überbrückt. Gut, dann sind die Energiezellen jetzt bereit. Sammle bei einem Horus eine ein. Nordwestlich deiner Position müsste einer sein. Wenn du die auf Regalas Maschinen fallen lässt, ist da ganz schön was los. Danke für die Hilfe. Ich hab dir gesagt, dass ich helfen will.
Vielleicht verstärkt. Auf dem Weg zum Heim. Hoffentlich halten Hekaro und die Tenakten noch etwas länger durch. Die Energiezelle auf dem Rücken des Titan. Hab die Zelle. Sollte alle Energiezellen in der Region reaktiviert haben. Jetzt sollte ich bei jedem Horus mehr finden können. Die könnten nützlich sein, selbst wenn ich mit Regala fertig bin. Okay, also dann. Oh.
Bald wird Hikaru tot sein. Es ist vorbei, Kaplani. Ich lasse jetzt fallen. Okay, los. Knie nieder, damit ich dir den Tod schenke, den du mir verwehrt hast. Sie sind aus! Die Maschinen! Sie sind alle aus! Was? Wie ist das möglich? Regala! Genug Blutvergießen! Wir klären das jetzt. Du und ich. Das sagt sich so leicht, wenn man auf einer Maschine sitzt. Ich wollte nur deine Aufmerksamkeit haben. Ich brauche keine Hilfe, um dich zu töten. Gut. Ich nehme die Herausforderung an. Und wenn ich mit dir fertig bin, werde ich weiter schlachten. Das werden wir sehen. Es gibt ein Duell. Niemand mischt sich ein. Fehlen dir jetzt die Worte. Von dir wird niemand erzählen. Nora vergießen salzige Tränen, die Kälte aus dem Blut vergießen sollten. Schlag zu, und zwar richtig. Ah.
schaffen kann. Du bist keine Herausforderung. Ich habe mal 3 Behemoths erlegt. Allein. Wir bringen es hier zu Ende. Ja, genau. Ich mir. Und wieder knie ich vor Stiefelleckern und Feiglingen. Aber gern. Schlagt zu! Halt den Mund, Verräterin. Du bist auf den Flügeln der 10 hergeflogen und hast sie herausgefordert. Also entscheidest du über ihr Schicksal. Ich habe sie verschont. Das hat es nur schlimmer gemacht. Sie war meine beste Marschallin. Welch Verschwendung. Sie ist auf jeden Fall gefährlich. Aber vielleicht brauche ich genau das. Feiglinge! Was müsst ihr jetzt noch diskutieren? Ob du stirbst oder nicht.
Ich bin nicht hier, um dir deine Verbrechen zu vergeben. Aber vor uns liegt ein Kampf gegen einen Feind, der stärker ist, als du es dir je vorstellen kannst. Und ich brauche Leute. Einen Trupp. Die bereit sind, alles zu geben. Ich will deine Gnade nicht. Das ist keine Gnade. Der Kampf, von dem ich spreche. Wir ziehen in einen Albtraum. Ein besserer Tod als dieser. Ja. Mein Blut ist dein. Deine Feinde sind mein. Komm in unsere Festung. In den Bergen bei Rheinklang. Sie soll alleine reisen? Ohne bewaffnete Wache? Die braucht sie nicht. Ich werde kommen. Du hast mein Wort. Ich verlasse mich drauf. Häuptling, das hier müsst ihr beide euch anschauen. Im Thronsaal. Er hat sich unseren Wachen vor dem Hain ergeben. Hat angeblich eine dringende Nachricht für die Fremde, die Regala besiegt hat. Dann sprich. Die Nachricht ist nur für sie bestimmt. Man kommt von einem Interessierten. Ich brauche etwas Zeit allein. Alle raus hier. Steckt ihn zum Rest von Regalas Soldaten. Wir sehen uns in der Basis. Du hast den Stamm gerettet. Lass mich dir auf deiner Mission helfen. Nein. Jetzt ohne Regala. Kannst du dir die Zukunft bauen, die du dir erträumt hast? Also mach dich dran. Dann nimm bitte wenigstens das hier. Rüstung für den bevorstehenden Kampf. Mögest du geschützt sein. Danke. Weißt du eigentlich, was du gerade getan hast? Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Silence. Glückwunsch zu deinem Sieg. Du hast die Tenakt für einige Wochen gerettet. Leider hast du auch den ganzen Planeten verdammt. Falsch. Ich brauche keine Tenakt, um die Sinets zu besiegen. Oh, Aloy. Hast du nichts über den Feind gelernt, gegen den wir kämpfen? Mehr als du, wo du dich doch in einem Loch versteckst. Meine Idee ist einfach besser als alle, die du je hattest. Na los. Nein, nicht hier. Wir machen das auf meine Art. Persönlich. Mit der Waffe, die du entwickelt hast. Und warum sollte ich zustimmen? Ich bin deine Chance, die Sinets zu schlagen und die Apollo-Kopie von ihrem Schiff zu holen. Wir treffen uns bei der Basis. Die Berge westlich von Rheinklang. Beuge dich dem unvermeidlichen Silence und halte dich an diejenige, die weiß, was sie tut. Sei pünktlich. Tilda, bist du da? Ich hab's geschafft. Silence ist dabei. Also geh zur Basis. Beeindruckend. Ich komme, sobald ich kann. Jetzt, wo ich fliegen kann, schaue ich, was sonst noch ansteht, bevor ich zurückkehre.
Na, bloß gut, dass du nicht das Sagen hast. Arbeitet das Abspielgerät so, wie es soll? Ja. Danke für die Hilfe beim Reparieren. Hey, ich habe mehr der Stimmen, die du suchst. Ich kann sicher viel von ihnen lernen. Danke. Ich sorge dafür, dass die Geschichte der Soldaten erzählt wird. Ich hoffe, du findest in den Aufnahmen, was du suchst. Jede Stimme erteilt uns eine Lektion über Mut. Stehlen besser keine dieser Aufnahmen. Sehen Sie die JKFC? Ihre Stimmen sollen ewig. Ich schon sagte. Was ich sag, geh gerade. Man sagt, dein Bruder hat ein Abzeichen vom Lehrmeister bekommen. Ja, er redet. Also, Aloy, du hast eine weitere Großtat vollbracht. Und deinem Blick nach zu urteilen, bist du noch lange nicht fertig. Nicht ganz. Können wir etwas tun? Das schulden wir dir. Nach allem, was du durchgemacht hast, unterstützt du Hikaros Forderung nach Frieden extrem. Nicht nur zwischen den Clans, auch mit den Kaja. Du hast mein Wort. Dann mache ich das. Und solange ich lebe, werde ich dafür sorgen, dass der Stamm weiß, was du für uns getan hast. Das ist hart. Das war vielleicht ein Kampf. Warte, du warst dort? Ja, mein gesamter Trupp. Wir wollen uns sogar eine Gedenktätowierung machen lassen. Was? Ihr wart Zuschauer? Der Kampf war einfach so gut, mein Freund. Für immer. Wie steht's um unseren Ascheblutvorrat? Der wird reichen, bis ihr Blutzeichen wieder komplett aufgebaut. Die Flamme der Wüste fliegt jetzt auf den Flügeln der Zehen. Hören die Wunder denn nie auf? Ich dachte, du wolltest neutral bleiben. Wenn du meinst, dass Hikaru es wert ist, für ihn zu kämpfen, dann reicht mir das auch. Welche Ehre? Die Ehre ist meinerseits. Ich habe die Kaplanin neulich gefragt. Wie konnten die Zehen auf Metallflügeln fliegen? Haben sie Maschinen gezähmt wie die Rebellen? Und so haben uns die Flügel der Zehen gefunden, als es am dunkelsten war. Ich bin keine lebende Legende, Yetaka. Vielleicht nicht, aber wir werden immer in deiner Schuld stehen. Wenn die Flügel der Zehen fliegen würde. Ja, geht mir genauso. Was ein Auftritt, Aloy. Das wird wohl... Attacker, dachte ich mir, dass ich dich hier treffe. Na klar. Der Tiefland-Clan hat heute für sich gekämpft. Wir sind siegreich, wie an dem Tag, da Hikaru den Hain eroberte. Damals hat er genauso ausgesehen. Hoffnung wurde erneut entfacht.
Seine Vision für uns ist bewahrt. Er wird deine Unterstützung brauchen, ganz sicher. Und er wird sie immer haben. Danke für alles, Aloy. Die Tapferkeit der JTF-10 in den Gebirgsregionen der Heißzone. Ich habe die Kaplanin neulich gefragt. Wie konnten die Feen auf Metallflügeln fliegen? Haben die Maschinen gezählt wie die Rebellen? Und wie war die Antwort? Nicht sehr hilfreich. Ihre Maschinen waren anders als die, die heute durch die Wildnis streifen. Und ihre Geheimnisse starben mit ihnen. Schade. Wie gerne ich auf den Flügeln der Feen fliegen würde. Ja, geht mir genauso. Sagen wir, der Häuptling bekommt seinen Willen. Dauerhaften Frieden mit den Karten. Ohne einen Kameraden zu begrüßen? Ich hätte nie gedacht, solche Visionen. Weißt du, ich dachte, Häuptling Hikaru hätte die Vision der Einheit erfunden. Halte deine Klinge glänzend. Immerhin hat niemand sonst die Vision jemals gesehen. Er hätte alles Mögliche erfunden. Das Ende der Schlacht ist der Beginn des Friedens. Möge deine Klinge bestehen. Geteilt ist unser Volk schwach. Jetzt sind wir wieder stark. Das ist sie. Geht mir. Wir werden von der Weisheit ich der Vision. Die Balliste in der Arena ist endlich repariert. Ich weiß. Sobald ich frei habe, gehe ich dort zu mir. In der Arena trainieren? Ehre und Kraft. Wozu? Um für die nächste Kulrut bereit zu sein. Glaubst du, die Kommandantin erwählt sich zum Marschallkandidaten? Ich weiß, was du meinst. Aber deswegen ja das Training. Unter Hekaros Herrschaft wird er heim.
Brauchst du Vorräte? Aus dem Norden halten Fremde und Marschall Kutalo das Bollwerk mit nur einer Kanone zerstört hätten. Haben die eine solche Waffe? Es ist eine Ehre, dies mit anzusehen. Neue Vision. Keine Armee kann ohne Vorräte marschieren. Kämpfe gut und kehre zurück. Mögen alle Tenak mich ehrenvoll grüßen. Es geht um unseren Ascheblutvorrat. Daniel Häuptling bekommt seinen Willen. Sieh dich ruhig um. Geh in Ehre. Ich glaube, ich gehe später noch die Visionen werden. Der Zug ist in dieser Arena stets willkommen. Vielleicht stelle ich einen neuen Rekord auf. Lasst uns das Ganze doch interessanter gestalten. Mal sehen, wie du dich gegen die Maschinen schlägst. Thank you.
Die Soldaten werden diesen Kampf nicht vergessen. Ich habe die Kaplanin neulich gefragt, wie konnten die 10 auf Metallflügeln fliegen? Haben sie Maschinen gezähmt wie die Rebellen? Und wie war die Antwort? Nicht sehr hilfreich. In der Arena werden Soldaten gemacht. Willst du es versuchen? Klar. Und ihre Geheimnisse starten mit ihnen. Schade. Wie gern ich auch. Zehn fliegen würde. Ja, geht mir genauso. Die Vision. Sieh an, Regal als Bezwingerin. Wir schulden dir Dank, Streiterin. Geht um unseren Ascheblutvorrat. Was kann ich für dich tun, Aloy? Ich habe ein paar Marken gefunden, die du erwähntest. Gut, die Kameraden und Familien der Verstorbenen werden dankbar sein. Hier, du hast Außergewöhnliches geleistet. Ich denke, ich sollte gehen. Gute Reise. Die Streiterin soll die Arena erobert haben. Und ich hab's verpasst. Gute Wachdienst. Das ist hart. Guten Tag, Streiterin. Das war vielleicht ein Kampf. Warte. In der Zeit, die ich in einer Prüfung für einen ganzen Streifen bräuchte, schaffe ich. Nur die besten Soldaten stellen sich den härtesten Maschinen der Arena. Na. Wie viele hast du denn, Aloy? Die Visionen der 10 sind erneut. Bereitest du... dich auf die Abreise vor? Brauchst du Vorräte? Hey! Und, geht's ihm gut? Glück.
Ich habe das Passende. Das ist wirklich wunderbar. Wir sehen uns später beim Training. Aber... Zeig mir deine Medaillen, dann zeig ich dir die. Kämpfe gegen Maschinen und beweise den Clan seinen Wert. Ich habe viel Streit gespielt, seit du weg bist. Willst du mich herausfordern? Wenn du Figuren für deinen Streitsatz brauchst, sag Bescheid. Ich habe ein Brett bereit für dich, wenn du magst, Brenda. Das kommt für später zum Vorwurf. Ist hier noch ein paar neue Streitfiguren, Engel? Nimm dich in Acht, solches Gerede weckt gefährliche Ideen. Maschine mitsamt Reiter zu erleben. Lust auf eine Partie Streit, Fremde? Ja, allen war klar, dass wir alle angreifen.
Du musst meiner Freundin helfen. Warte. Langsam. Was ist los? Littei und ich gingen mit Waren aus Salzbiss Richtung Süden, als uns Maschinen angriffen. Ich ließ sie zurück, um Hilfe aus dem Hain zu holen und traf direkt auf eine weitere Maschine. Deine Freundin kämpft immer noch an der Straße? Mit den Maschinen? Das versuche ich dir ja zu sagen. Ich hol sie raus, wenn ich kann. Mach dich auf den Weg und hol Verstärkung. Mach ich. Ich schulde dir was. Die andere Tenak sollte noch an der Straße sein. Ein Warenschlitten. Ohne die Waren. Und die Tenak-Soldaten. Es scheint, als ob die Tenak nach dem Angriff Waren bergen wollte. Ließ sie zurück, als sie rennen musste? Vielleicht bringen sie mich zur Soldatin. Da. Spuren von der vermissten Tenakt. Aus, als ob die andere Tenakt hier rübergerannt ist. Das muss die andere Tenakt sein. Hey! Vitar schickt mich! Den Zehen, der Sack hat es geschafft. Ich dachte, die wären beide tot. Weg mit diesen Maschinen!
kann nicht glauben, dass ich lebe. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Danke. Wärst du nicht da gewesen, wäre ich jetzt Maschinenschrot. Alles, was ich tat, war deinem Freund dir ja nur etwas mehr Zeit zu verschaffen. Du erzählst was. Ich bin an der Straße kaum am Leben geblieben. Das glaube ich gern. Ich hoffe, ein paar der Waren sind noch in Ordnung. Ich auch. Nahrung ist immer knapp. Die Soldaten am Hain brauchen Rationen. Wir können nicht wieder nach Salzbiss gehen, um mehr zu holen. Ich helfe ihr wieder auf die Beine und dann ziehen wir, was übrig ist, aus dem Dreck. Mir knurrt schon der Magen. Danke, Fremde. Wir werden dir das nicht vergessen. Bleibt gesund, ihr beiden. Um Landfall verließ, hörte ich ein paar Seeleute über ein Problem mit einem unserer Schiffe reden. Ich weiß nicht, worum es ging, aber es könnte unsere Rückreise behindern. Das klingt nicht gut. Ich halte nach Ihnen Ausschau, wenn ich wieder in Landfall bin. Deine Klinge strahlt.
Ich biete dir einen ehrbaren Halter an. So. Halt. Meine Kraft ist da. Das ist sie. Die Stadt. Ich habe die Vorräte, die du brauchst.
der Berg, an dem die Tenakt mit dem Sturmvogel kämpfte. Armes Ding. Ich bin sicher, hier wollte Brutallo seinen neuen Arm testen. Keine Ahnung, was er vorhat. Ich sollte mich melden, bis ich hier bin. Hey, Cotallo. Ich bin am Treffpunkt an der Bebenzahnstätte. Willst du den neuen Arm testen? Ich bin gleich da. Danke fürs Warten. Verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Nein, noch nicht. Folge mir bitte. Was? Da war jemand geheimnisvoll. Du hast mich mit deinen Plänen fürs Bollwerk auch zappeln lassen. Und jetzt räche ich mich. Also gut. Hier ist es. Was ist das hier? Siehst du gleich. Komm. Okay, raus damit, Cotallo. Der Test für meinen Arm ist das. Er bedroht das Tal schon lange. Hat viele vom Himmelsklan getötet. Jetzt ist Schluss. Ist mir eine Ehre. Mal sehen, wie diesem Ding Metall schmeckt. Frost macht sie brüchig. Oh!
Tja, der neue Arm funktioniert jedenfalls. Das stimmt. Warum nimmst du ihn dann ab? Das ist, wer ich bin. Mit allen Narben. Alles andere wäre falsch. Eine Verkleidung. Ich nutze den Arm bei Bedarf. Nur die übrige Zeit bin ich einfach nur ich selbst. So ist es mir auch am liebsten. Ich danke dir für deinen Beistand. Hier. Als Zeichen unseres Sieges. Danke. Dann sehen wir uns. Mögen die 10 mit dir sein. Ferikas Rüstung sollte hier irgendwo sein. Steig jetzt ab.
Fokus einsetzen. Von Verikas Rüstung. Da muss noch mehr sein. Das hört sich nicht gut an. Wow! Muss der Sturmvogel sein, der Verika getötet hat. Thank you.
Rüstungsteil hängt in der Maschine fest. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Vielleicht findet mein Fokus etwas, das ich übersehen habe. Noch ein Teil der Rüstung. Nichts, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Ich könnte meinen Fokus einsetzen und sehen, was er findet. Vielleicht kann mein Fokus hier helfen. Thank you.
Phobos findet vielleicht was. Sieht auch wie ein Rüstungsteil aus. Das war's dann wohl. Die Dynakt sollten erfahren, dass ich Reste von Ferrigas Ausrüstung habe.
Ihr seht mich nicht. Thank you.
Löschwassermunition könnte helfen. Was immer gefällt, das Hekarus Streiterin. Du darfst kapieren. Der Himmelsplan braucht wir handeln. Keine Kühlrute, um seinen Mut zu bewahren. Das brauchen, da bin ich sicher. Unvorstellbar. Wir sahen dich fliegen. Hast du Ferrika gefunden? Ich habe ihre Rüstung gefunden. Oder was davon übrig ist. Sie hatte keine Chance gegen den Sturmvogel. Ah, verstehe. Schreckliches Ende. Aber nicht ohne Ruhm. Und? Was denkst du? War sie die Erste, die auf den Flügeln der Zehen flog? Sie war mutig. Und war für eine gewisse Zeit in der Luft. Das sollte sie dazu qualifizieren. Sie flog. Ich wusste es. Die Erste, die flog. Als ihre Nachfolgerin solltest du ihre Rüstung haben. Du kannst sie an der Werkbank herrichten. Hier lang. Wenn du die Rüstung repariert hast, behalte sie. Du bist wie Ferrika. Frech, mutig und eine taktvolle Lügnerin. Sie fand ein hartes Ende. Gönne ihr den Titel. Ja, das stimmt. Schön, dass du solch Demut zeigen kannst. Meine Kraft ist dein. Du bist zur Legende geworden. Ehre erlangt. Hekaru hat die Clan-Glieder. Die Fremde hat es uns gezeigt. Stärke wir müssen zur Kuru. Wo ein Feind fällt, steht ein anderer auf. Wenn du für jetzt das Rüstung Fremde, das ist deine Chance zu...
einen ehrbaren Handel an. Schon. Das kannst du doch viel besser. Gehört. Ehre und Kraft.